Wie ihr bereits aus über 20 Folgen wisst, wollen wir in unserem Format eine Runde mit, eine entspannte Runde Radfahren gehen mit den unterschiedlichsten Gästen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, quasi den Frank Elstner dieses Formats. Der Einladungsgrund, der ist ein bisschen traurig und deswegen herzlich willkommen zu einer Abschiedsrunde mit Richard Weinsheimer. Ist ein bisschen ungewohnt, dir so dabei zuzugucken. Hast du aber überragend gemeistert. Ja, ich will mich auch grob ans Konzept und an Skript diesmal halten. Und zwar, erste Frage, wo sind wir und wo fahren wir lang? Ja, ist ein bisschen schwierig. Wir sind zwecks eines anderen Videodrehs kurz vor Würzburg. Ich habe den Namen des Dorfs vergessen, Höchtberg oder sowas. Und ich habe eine Runde auf Strava geplant. Keine Ahnung, wo sie uns langführen wird. Wir lassen uns mal überraschen. Ja, als Ersatz würde ich sagen, machst du noch eine schöne 2-Stunden-Tour irgendwo in der Eifel, die du gerne gefahren bist. Und die verlinken wir dann in der Videobeschreibung. Oh, das finde ich eine gute Idee. Mit Kaffeestopp in Niederzissen. Ganz genau. Aber wir fahren jetzt hier erstmal die Richtung runter, oder? Machen wir. Alles klar. Ich steige wie immer ungalant auf mein Fahrrad auf. Das wissen die Leute schon. Richard, wie bist du eigentlich zum Radsport gekommen? Ist ja auch so eine Einstiegsfrage hier in dem Format. Ja, also mein Papa fährt Rennrad, zum einen. Dementsprechend hat er mich bestimmt irgendwie mal mitgenommen. Ich glaube, da ist der Funke aber nicht sofort übergesprungen. So richtig übergesprungen ist der Funke mit zwei Personen. Einmal mit meinem guten Freund Marcel Retterath, den kennst du auch. Ja. Kennt hier niemand, aber mit dem, den habe ich im Leichtathletikverein kennengelernt. Und dann sind wir halt zusammen Mountainbike gefahren. Und gleichzeitig hat dann mein Cousin, der Max Walscheid, den ja jetzt viele auch als Radprofi kennen, angefangen, bei einem Trainer zu trainieren auf der Straße und so. Und ich fand das halt mega geil. Hat er dann gesagt, ja, wir sind ein Rennen gefahren mit einem 40er Schnitt. Und ich wollte das dann halt unbedingt auch machen. Ja. Ja, und dann habe ich mich auch bei dem guten Herrn angemeldet, beim Christoph. Und zack, war ich drin und völlig verloren. Ja. Dann hast du auch relativ schnell bewiesen, dass du auch ganz gut Radfahren kannst. Mhm. Und hast es dann bei Moni ins Team geschafft, ja, zu mir. Dann habe ich dich ja so ein bisschen unter die Fittiche genommen. Wir haben ja nie den Kontakt verloren. Das ist eine romantische Story, ja, oder? Ja, und dann bist du halt irgendwann nach dem Studium bei GCN gelandet als Ex-Profi, dann als Presenter. Und da hast du ja auch einiges geleistet in den 3 Jahren. Kannst du dir vorstellen, wie viele Videos du gemacht hast? Boah, ey. Darf ich ganz kurz hochrechnen? Ja, musst du jetzt aber schnell rechnen. Okay, also warte mal. 52 Wochen, A5 Videos. Das sind 52. Boah, ja, aber nur mit mir alleine oder insgesamt? Ja, also wir kommen ja später noch zu. Du hast ja in vielen Videos auch mitgewirkt. Ja, okay, ich sag jetzt einfach mal 700. Nee, es sind mehr, also fast 800 Videos. Das sind, wenn du dir sie alle anschauen würdest, ja, bräuchtest du 4,5 Tage auf YouTube. Könntest du verbringen, nur mit Videos von dir. Da drehst du ja komplett durch. Ist ja schon eine Menge. Kannst du dich auch noch an das allererste Video erinnern, das du alleine gemacht hast? Ich habe am Anfang viel die Shows mit Mario zusammen gemacht. Liebe Grüße, ja, Mario, an der Stelle. Das erste Video alleine. Boah. Ich sag's dir. Es war ein ganz simples Indoor-Training-Video. 15 Minuten Cardio-Workout. Geil. Direkt am Anfang mit einem Gruß an deinen Vater noch. Ja. Papa, ich hoffe, du guckst zu Hause schön zu am Bildschirm, weil das Workout ist auch für dich gut. Ja, ja. Und danach hast du echt schon direkt abgeliefert. Das erste Video hat über 300.000 Views mittlerweile. Was ist das? Über Sitzpositionen, so. Euch tut nach jeder Ausfahrt der Hintern weh, der Nacken macht zu und auch die Wadenschmerzen ohne Ende. Solche Probleme resultieren fast immer aus der falschen Sitzposition auf eurem Rad. Ey, das, ja, ja, ja. Das ist auch extrem gut. Hast du es dir mal angeguckt? Ist gut gealtert oder? Gut gealtert, ja. Kann man sich auf jeden Fall noch anschauen. Und dann, was ja viele nicht wissen, du bist ja ein Begnadeter in der Werkstatt, ne? Also man muss natürlich auch sagen, als wir dann angefangen haben, viel mehr als Werkstattvideos konnte man nicht machen. Denn
das Büro sah ja nicht immer ja, so aus. Ja, wir hatten halt keine Werkstatt. Genau. Und ich meine, ich bin natürlich jemand, ich interessiere mich natürlich für die Werkzeuge etc. Ja, ja. pp. Ich habe ja Bock, aber ich hatte leider das Material einfach nicht gehabt. Ja. Aber auch die Videos waren extrem erfolgreich. Also Kette wechseln hat, glaube ich, auch fast 200.000 Aufrufe. Aber das habe ich auch okay gemacht, oder? Ja, ja. Also vor allem der Gag am Anfang ist stark. Fachlich alles richtig. Alter. Dann kam ja ich irgendwann dazu und dann hast du mir erzählt, wie man Werkstattvideos macht. Das wissen wir ja alle. Ja, wie machst du das jetzt eigentlich, wenn ich weg bin? Ja, da muss ich irgendwie einen Ghostwriter oder so brauchen. Du kannst mich anrufen, ich helfe dir jederzeit weiter. Das ist ja gar kein Problem. Astrein. Aber das ist ja schon eine Menge Videos und ja, Ergebnisse, die du dahinter lässt. Was ist denn so ein Video, wo du sagen würdest, das ist das erste Video, was ich meinen Enkelkindern zeigen würde, wenn die mich fragen, Opi, was hast du eigentlich zwischen 2021 und 2024 so getrieben? Das erste Video, was dir in den Sinn kommt. Es ist jetzt so ein bisschen, rechnen wahrscheinlich auch die meisten Leute mit, aber ich glaube schon, eins von den beiden Inselumrundungen auf Mallorca wäre es am Ende, weil, ja. Also ich finde, gar nicht so sehr wegen uns, sondern wegen dem, was halt unsere Jungs hinter der Kamera da abgeliefert haben, auch danach im Schnitt. Ich glaube, darauf kann man schon stolz sein. Und ich habe es mir letztens auch noch mal angeguckt, so ehrlich muss ich sein. Und also mir hat es noch mal Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, es wäre schon die Mallorca 400. Ja, ist auch echt ein Video, wo wir oft drauf angesprochen werden, wenn Leute uns erkennen, ey, ihr seid doch die, die Mallorca umrundet sind. Da muss ich direkt noch anschließen, eine Frage. Die kommt auch aus unserem Team. Ja. Liebe Grüße an Community Fuchs. Ah, okay. Der hat nämlich gefragt oder gesagt, gibt es auch irgendein Video, was dir peinlich ist im Nachhinein? Ja, sau viele. Echt? Ja, ja, schon. Also gar nicht so sehr die, wo wir aktiv peinlich waren. Ja. Aber also ich muss sagen, so gerade am Anfang dachte ich auch echt, ich bin manchmal ganz schön cool und war aber echt ganz schön uncool. Ich habe es ja gerade eben schon angesprochen, das mit dem Kette wechseln. Wo ich da mein Goldkettchen ausgezogen habe am Anfang. Junge, warum hat mich keiner von den Kameramännern davon abgehalten? Da bin ich bis heute noch ein bisschen sauer. Hi Leute, im heutigen Video gucken wir uns an, wie man eine Kette wechselt. Gibt es sonst noch was, was mir so richtig... Also ich glaube generell, wenn man sich so am Anfang, man muss das ja vielleicht auch mal erklären, also wir kommen ja rein in diesen Job aus dieser Radsportwelt. Ich konnte ja gar nicht vor einer Kamera reden. Nee. Also wirklich überhaupt nicht. Also reden kannst du schon, aber... Aber nicht, wenn eine Kamera an ist. Ja. Also es ist ja wirklich nicht so einfach, wie man sich das dann vorstellt. Und wenn man sich jetzt alte Videos anguckt von mir, dann sieht man auch, wie langsam ich da gesprochen habe. Gar nicht frei, sondern sehr verkrampft und so. Und das, also das ist mir dann schon immer ein bisschen unangenehm, auch wenn es vielleicht irgendwo auch normal ist. Du hast ja schon ein bisschen jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, also so, wie es auch hinter den Kulissen abgeht. Hast du irgendeine nette Geschichte, die dir direkt so spontan einfällt? So Behind-the-Scenes-mäßig, irgendwas Witziges, das beim Dreh passiert ist? Oder ja, vielleicht auch irgendwas, wo du denkst, ey, wie konnte uns das passieren? Ich überlege gerade. Also erstmal muss ich sagen, ich glaube, es gibt so den ein oder anderen Videoclip auf irgendwelchen Festplatten, der sollte besser nicht geleakt werden. Ich glaube, dass wir manchmal echt richtigen Müll erzählen. Wenn die Kamera aus ist, das Mikrofon aber noch an. Vorsichtig ausgedrückt. Und zum anderen, ich glaube, ein paar haben schon gecheckt. Die virtuelle Runde mit Nele Lying, die damals Swift Academy Finalistin war, 2022. Da fahre ich in langer Hose und so einem Thermounterhemd auf der Rolle. Ja, warum das denn? Und ich habe gesagt, weil mir so kalt ist, also in der Realität habe ich halt einfach meine Sachen zu Hause liegen lassen, hatte aber vom Vortag halt noch ein langes Unterhemd dabei. Und das konnte ich dann nutzen. Nele hat mich auch nicht verraten, also ich denke, das Geheimnis, das wurde bis hierhin einigermaßen sicher gehütet. Ja, ist ja auch kein Weltuntergang. Nee. Ich meine, das Unterhemd war ja trotzdem noch sponsorenkorrekt. Ja, also man muss generell sagen, Knaubi hat mich auch schon das ein oder andere Mal gerettet, weil so ein paar Sachen vergessen, bin ich schon immer ganz gut für zu haben. Ne? Kommt halt vor. Ja, dieses hier Format hier, was ich jetzt mit dir mache, das war ja echt so dein Steckenpferd. Einmal durfte ich oder einmal bin ich selber in die Rolle geschlüpft, weil du im Urlaub warst. Sehr gute Vertretung. Virtuelle Runde mit Ricarda, aber... Hat es dir Spaß gemacht? Ja, ist schon entspannt, ist irgendwie aufregender. Aber zu meiner Frage,
Für dich ist ja jetzt zu Ende quasi. Gibt es irgendeinen Gast, den du noch hättest gerne interviewt? Also wo du sagst, Mensch, in den 3 Jahren, den hätte ich noch gerne irgendwie, mit dem wäre ich gerne eine Runde mitgefahren? Ja, mehrere tatsächlich. Also es ist auch echt ein bisschen schade, weil ja, die hätte man vielleicht irgendwann noch bekommen können. Zum einen Lennart Kemner. Ja. Ist für mich der spannendste. Also ich weiß, ich finde den einfach sau cool, bin Fan und hätte gerne ein bisschen mit dem gelabert und ein Fischbrötchen gegessen, irgendwo oben in Bremen. Zum anderen hätte ich gerne was mit Marlen Reusser gemacht. Finde ich auch spannend. Hätte ich Bock drauf gehabt, auch mal eine Schweizerin im Format. Und generell eben so ein bisschen noch nach Österreich und in die Schweiz. Klar, ist halt immer der ultraste Trip. Muss man halt immer gucken, wie es passt. Ja, bei deiner Antwort bin ich ein bisschen überrascht, dass Jan Ullrich gar nicht dabei war. Ja, ich meine, ich würde natürlich ultra gerne was mit Ulle machen. Ja. Aber tatsächlich finde ich, dass der in so vielen Formaten aktuell stattgefunden hat und super viel einfach aus seiner Vergangenheit erzählt hat. Das hatten wir beide ja auch schon mal off Kamera besprochen. Wir würden super gerne oder ich hätte gerne mal mit Ulle was gemacht in der Gegenwart. Also so ein Projekt angegriffen, keine Ahnung, irgendein Komm geholt, irgendwas Dummes gemacht. So eine, weiß ich nicht, Tour de Biergarten mit Jan Ullrich oder sowas. Einfach schön Pommes fressen und Quatsch erzählen. Und weil ich finde, seine Vergangenheit ist ja zum Teil auch sehr schwer. Also das ist natürlich, ist halt einfach so ein bewegtes Ding. Wurde jetzt aber auch schon total oft erzählt. Und deswegen vielleicht nicht in einem Talk-Format, sondern Ulle nach draußen zu den Leuten holen. Okay. Ja, dann hätte ich noch direkt eine Frage, vielleicht nicht als Interviewgast, sondern wird ja oft in Podcast-Formaten auch so gestellt. Ja. Du kannst hier 3 Personen auswählen, tot oder lebendig, mit denen du eine geile Runde trainieren fahren würdest. Oh. Also so 3 Leute, also immer so Vierergruppe dann mit dir zusammen, dass man so durchwechseln, quatschen kann. Marco Pantani, Ulrich und Lance Armstrong. Oder ja, lass mich kurz überlegen. Also ich glaube, als allererstes Franz Schiefer. Kennt wahrscheinlich niemand. Du hast mir immer richtig viele Geschichten erzählt. Richtig viele. Ist ein KT-Sportler aus... Der kann aber auch sehr schweigsam sein, wenn er sich so in seine Hoods reingelegt hat und dann konstant Grundlage geballert. Ich muss, ich hätte den ausgequetscht. Ja. Du weißt, ich breche die Leute irgendwann. Du warst am Anfang auch sehr schweigsam. Genau, in dem gleichen Atemzug... ja, ganz ehrlich, Mathieu van der Poel. Ja. Weil der ist auch nichts für eine Runde mit, wegen Englisch, Sprachbarriere und so. Aber ich, keine Ahnung. Und wenn ich dem 3 Stunden hinterherfahre und einfach auf die Beine gucke, ist mir völlig egal. Und zu guter Letzt, ich glaube, ich würde auch mal gerne mit Demi Wollering trainieren fahren, weil ich glaube, dass die ziemlich cool ist. Und ich würde mich einfach gerne mal am Berg von der so richtig auseinandernehmen lassen. Ich glaube, da hatte ich schon ganz gut Zug auf dem Pedal. Ja, ich glaube, die machen uns beide richtig fertig. Ja. Ich habe mir gedacht, als besonderen Anlass bin ich nicht der Einzige, der hier ein paar Fragen stellt, sondern auch die ganzen Leute, die irgendwann mal Gast dieses Formats waren. Die das haben auch geil. Die Chance, dir eine Abschiedsfrage zu stellen. Und deswegen habe ich alle Leute angeschrieben. Ja. Ich habe jetzt sau viele Promis in meinem Handy eingespeichert. Danke nochmal dafür. Und da habe ich ein paar Rückläufer bekommen. Und ich würde sagen, wir blenden jetzt immer die Frage ein und du musst darauf antworten. Okay, wer macht die erste? Die erste Frage kommt von Miguel Heidemann. Ja. Sehr gute Frage. Mats ab. Hi Richard, auch ich habe ein paar Fragen an dich. Und zwar einmal, was waren so die krassesten Momente, die du so als GCN-Moderator so erlebt hast? Und meine zweite Frage ist, was würdest du jungen Menschen mit auf den Weg gehen, die gerne was im Radsport, aber eben auch in den Radsportmedien machen möchten? In diesem Sinne, alles Gute für die Zukunft. Wir sehen uns auf der Straße. Ja, erstmal vielen Dank, Miguel. Schöne Fragen. Also das Krasseste für mich, es ist halt super langweilig, aber es war schon die 400. Also wie tot ich da war, das habe ich danach in meinem Leben nie wieder gehabt und auch vorher nicht. Hier fahren wir links. Ist also schnell beantwortet. Ich finde die zweite Frage total spannend. Ja. Weil... Du hinterlässt ja quasi einen Platz. Genau, also ich glaube, dass es super viele Leute im Radsport gibt, die meinen Job mindestens genauso gut machen können.
Weil im Radsport gibt es echt jede Menge ultra offene Menschen, die interessiert sind, die ja einfach Bock haben, sich auszuprobieren. Und dementsprechend, wenn ihr so in diese Medienrichtung gehen wollt, ich bin halt jetzt auch kein alter Hase, ich kann ja jetzt nicht viel empfehlen. Ne? Also ich habe den Job halt quasi geschenkt bekommen, habe da jetzt nicht viel Vorerfahrung. Deswegen fällt es mir jetzt schwer, da irgendwelche Tipps oder Ratschläge zu geben. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man sich nicht verstellt und einfach versucht, so zu sein, wie man eben auch abseits der Kamera ist. Und ich würde schon sagen, dass ich das die meiste Zeit ganz okay hinbekommen habe. Und für den Sport, für den Radsport, jeder, der anfängt, Radsport zu machen, hat eine richtig geile Sportart sich ausgesucht. Ich kann vor allem auch den Leistungssport, Radsport empfehlen. Ihr werdet richtig viel Alkoholexzesse verpassen auf irgendwelchen Dorffesten. Ihr werdet vermutlich ziemlich spät rumknutschen und auch sonstige Erfahrungen machen. Aber ihr habt eine geile Zeit mit einem Haufen richtig gestörter Leute. Und ich kann es jedem empfehlen. Also ich würde es nochmal so machen. Ja, wenn das nicht eine super Einladung ist, Rad zu fahren. Ja, also was gibt's da mehr? Zweite Frage, wen hast du noch dabei? Zweite Frage vom Dennis Keiling. Oh ja. Der hat auch eine sehr gute Frage gestellt und die kommt jetzt. Servus Richie, erstmal vielen Dank für die unzähligen Runden, die du hier auf diesem Kanal gefahren bist und uns dieses wunderbare Format beschert hast. Und jetzt habe ich aber noch mal eine Frage an dich. Und zwar, wenn du an einem Tag die Chance hättest, dir die Beine von einem Radrennprofi zu nehmen und ein Rennen zu fahren, welchen Profi würdest du auswählen und welches Rennen würdest du fahren wollen? Ja, auch das muss ich wieder mit Mathieu van der Poel beantworten. Einfach einmal, um an mir runterzugucken und dieses Bein da dran zu haben. Das muss sehr geil sein. Und ich glaube, ich würde die Flandern-Rundfahrt fahren. Würdest du Flandern-Rundfahrt gewinnen? Wenn ich das Bike-Handling auch hätte, dann Flandern-Rundfahrt. Du könntest es aber aussuchen. Also könntest du auch ein Mountainbike-Rennen fahren oder ein Cross-Rennen? Nee, auf jeden Fall Flandern-Rundfahrt. Also ich glaube, wenn du mit Mathieus Bein den Paterberg hochschießt am Ende, Also ich glaube, es tut richtig weh, aber wenn du dann nach hinten guckst, nur noch halb so weh. Da haben wir hier dieser Slowene, der darf nicht auf der Startliste stehen. Ja, der steht ja dieses Jahr nicht auf der Startliste. Okay, dann dieses Jahr Flandern-Rundfahrt. An den auch im Weltmeistertrikot oder in einem Jeans-Look? Boah, nee, Alter, dann auf jeden Fall. Also wir haben ja schon extern gesagt, dass dieser Jeans-Look ein Ansporn ist für Mathieu, um weiterhin Weltmeister zu bleiben, damit er dieses Trikot nicht fahren muss. Oder niederländischer Meister, kann er ja auch noch machen. Stimmt, er hat ein paar Optionen. Eine ganz besondere Nachricht hat mich auch aus dem Schwarzwald erreicht. Ja. Vom Mr. Riderman. Geil, und, Rick. Der hat dir auch eine Frage gestellt. Da bin ich gespannt. Hi, Richie. Habe mich extra ein bisschen schick gemacht für dich, damit ich neben dir nicht so blass aussehe. Ja, Bad News oder wie man es auch nimmt. Ich habe erfahren, du verlässt GCN und ich wollte es mir natürlich nicht nehmen lassen, mich auch noch hier bei dir zu melden. Bei dir war es so, als wir uns getroffen haben, im Schwarzwald die Runde zusammengefahren sind, irgendwie hat das sofort gepasst. Aber was mich seit letztem Mai wirklich beschäftigt, waren die Gefühle, die Signale, die du mir gesendet hast, waren die echt oder warst du da einfach nur in deiner GCN-Rolle und bist zu allen so? Wir sehen uns. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Erik, also da komme ich mal ein bisschen näher, guck dir mal ganz tief in die Augen und sag, Baby, das, was da zwischen uns war, das war so echt, wie es nur echt sein kann. Wenn du mich jetzt in dem Jahr fragst, dann war mir das bestimmt auch noch mal peinlich. Das musste jetzt dazu. Das gehört jetzt dazu hier. Die nächste wirklich sehr gute Frage kam von unserem Freund Basti Marx. Ja. Moin GCN, moin Richard. Ja, ihr seht's live und direkt aus dem Besenwagen hier. Liebe Grüße vom Fonsi. Ich habe gehört, Richard, du verabschiedest dich. Und da wir eine Runde miteinander drehen durften, darf ich dir noch eine Frage stellen zum Abschied bei GCN. Wenn dein Leben verfilmt würde, wer sollte dich spielen? Ich habe mir die Frage auch gestellt und bei mir ist schon rein optisch relativ klar, es wäre Dwayne The Rock Johnson. Ich bin gespannt, was du antwortest. Richard, mach's gut. Wir sehen uns. Ja, Andy Stauf natürlich. Nein. Andy Stauf. Nein. Der ist zu teuer. Der ist zu teuer, den kann ich mir nicht leisten. Ich muss da irgendwie auf die Volksbühne gehen und mir einen runterschnappen. Boah, das ist eine super schwere Frage. Was muss man denn für meinen... Also so spannend war es ja bis jetzt noch nicht, ne? Ja. Was muss man denn da können? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, da kannst du schon irgendeinen schauen. Also ich glaube, man kriegt das auf jeden Fall gespielt, egal wie talentiert man ist. Einfach vielleicht jemand, der dir optisch ähnlich sieht. Mit wem würdest du dich optisch
Ja, schon dem jungen Brad Pitt. Junger Brad Pitt? Ja, okay. Ich würde dann nämlich den jungen Brad Pitt, alles denke klar. Ich. Die nächste Frage kommt von jemandem, den du auch sehr gut kennst. Ja. Der hat auch mittlerweile aufgehört quasi. Max Jakubowski, er war kein Gast von dem Format, aber ich dachte mir, die Chance kann ich nicht entgehen lassen, ihn zu fragen, ob er noch eine Frage... Der braucht noch ein bisschen Zeit auf YouTube. Max Jakubowski hat ja auch eine Frage gestellt. Moin ihr beiden. Ey, Richie, sag mal, was ist das geilste Video, das du für GCN gemacht hast? Welches ist am schönsten? Worauf bist du am stolzesten? Wie auch immer, keine politischen Antworten, brauchen ein Video. Grüße! Ja, Maxchen, die Frage, die gab es jetzt schon das ein oder andere Mal. Vielleicht kann ich mit meinem persönlichen Lieblingsvideo antworten. Ja. Weil das ist nämlich, also ja, die 400 und so, das wird immer so das Krasseste sein und vielleicht noch das beste Video. Aber wo wir am meisten Spaß beim Dreh hatten und was irgendwie am geilsten so aus einer Nicht-Idee entstanden ist, ja, ist der König des Berges Teil 1 mit den Cannondale-Rädern. Mhm. Das war geil. Das hat einfach richtig Bock gemacht. Da kann ich vielleicht als Hintergrundgeschichte noch hinzufügen, dass uns die Idee mit diesem ganzen König und Knappe, Knaup und Co. uns wirklich halt auf der Fahrt dorthin eingefallen ist. Also, war ein knappes Ding. Wie ihr seht, bei uns ist auch manchmal ein bisschen improvisiert. Das ein oder andere Mal, ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich glaube, das war es so an den längeren Fragen. Ich habe die auch einfach gefragt, die Leute, ob sie eine kurze Entweder-Oder-Frage haben an dich. Ja. Und da kamen auch ein paar Einsendungen. Ja. Zum Beispiel von Simon Geschke. Servus Richie, Entweder-Oder, Schokolade oder Haribos? Da muss ich nicht lange überlegen. Für mich ist ganz klar Schokolade. Ich finde Gummibärchen, da ist nicht genug Substanz dahinter. Okay, Vertiefung. Vollmilch oder zartbitter? Vollmilch. Echt? Ich finde so Leute, die mir so erzählen wollen, für sie gibt es nichts Besseres als abends nochmal so eine schöne Rippe zartbitter mit 99%. Da denke ich mir dann immer so, ja Junge, du weißt selber, dass das nicht so geil schmeckt wie so eine schöne, ehrenlose Milka-Vollnuss. Am besten noch die große. Das ist herrlich. Ja. Liebe Grüße an meinen Schwiegervater an der Stelle. Ja. Kulinarisch gehen die Entweder-Oder-Fragen auch weiter, denn Liane Lippert hat auch eine ganz wichtige Frage gestellt. Ja. Hi Richie, ich will die Chance auf jeden Fall nochmal nutzen und ich will von dir wissen, Burger King oder McDonald's? Ich bin nämlich gerade auf der Autobahn und ich muss eine Entscheidung treffen. Nein, ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft und danke für alles. Ja, das kann ich jetzt ausnahmsweise mal sogar einigermaßen seriös beantworten. Ich denke, Liane hat sich da auch für die richtige Wahl entschieden. Weißt du, wofür sie sich entschieden hat? Ich würde sagen Burger King. Ich nehme mich auch, weil... Du Aktien hast bei... Ich habe Beyond Meat Aktien, nee. tatsächlich aber, weil ich das... Naja gut, nach der Wallraff-Doku weiß man jetzt auch nicht so ganz genau, ob es da wirklich immer die veganen Patties sind. Aber ich... Moin. Ich finde so bei McDonald's oder Burger King weiß ich jetzt nicht, ob das immer so die geilste Fleischqualität ist. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die veganen Patties besser sind, aber zumindest für den Kopf. Also ich würde zu Burger King gehen, auch wegen der Chili Cheese Soße. Die finde ich nämlich extrem geil. Ja. Und die sind ja auch aktiver Sponsor beim Team von Alberto Contador und Basso, glaube ich. Ja, dann ist die Frage ja wohl ganz klar. Ganz einfach. Nächste kulinarische Frage kam von Katharina Fox. Arancini oder Gel? Ja, die Katharina, mittlerweile auch eine gute Trainingspartnerin von mir geworden. Die spielt da auf meinen Arancini-Ausflug an. Das ist so ein frittierter Reisball mit nochmal so einer geilen Füllung. Manchmal so Bolognese-Ragout oder so Mozzarella mit Spinat. Und ihr merkt schon, wie ich anfange davon zu schwärmen. Also so ein Gel kann jeder essen, aber so einen frittierten Reisball im Magen, ey, der bringt dich nochmal schön über die nächsten 100 Kilometer. Mich haben natürlich auch Fragen aus Köln erreicht, ja, und zwar vom schönen Branko, der wollte auch was von dir wissen. Ja, servus mein lieber Richie. So schade, dass du aufhörst, dass du weggehst. Aber bevor du das machst, habe ich noch eine sehr, sehr wichtige Frage. Und zwar, wie neidisch warst du auf diesen wunderbaren Schnurrbart vom Knaupana? Ja? Erzähl doch mal. Liebe Grüße. Ja, also ich weiß nicht so ganz, über welchen Schnurrbart er spricht, weil deine komische Rotzbremse, die du da im Winter das ein oder andere Mal die hast wachsen lassen. Movember. Also können wir vielleicht noch mal ganz kurz das Bild von Branko einblenden hier an dieser Stelle. Das ist für mich ein Schnurrbart. Das, was wir beide hier versuchen manchmal zu fabrizieren, hat, weiß ich nicht, ob das als Schnurrbart durchgeht. Zack, da bin ich wieder nicht mehr auf dem Fahrrad, denn Tobi haben im Nachgang noch zwei Fragen erreicht. Und die gilt es natürlich jetzt zu beantworten. Die erste kommt von Nele Lein. Moin Richie,
Meine Frage ist, als Ex-Profi eher ins Gravel-Geschehen einsteigen oder bei den Mastern Rundstreckenrennen fahren? Ja, also ich sehe mich eher auf der Rundstrecke als verbitterter Senior mit braun gebrannten Beinen, der den Frust darüber, dass er es nie nach ganz oben geschafft hat, an den armen Junioren rauslässt. Nee, ich finde beides ganz geil tatsächlich, aber ich glaube, es wäre wirklich die Rundstrecke, weil Gravel-Profi, das ist irgendwie, da ist mir noch zu viel Ambition drin und ja, irgendwie ist die Rundstrecke ist familiärer. Da hat man sich mehr lieb. Ich nehme die Rundstrecke. Die zweite Frage kommt von Rick Zabel, the one and only. Richie, mein Lieber, ich wünsche dir alles Gute auf deinem neuen Lebensweg. Ich finde, du hast es mega gemacht bei GCN. Was machst du jetzt für einen Job eigentlich? Vielleicht könnte ich dich ja in meinem Team gut gebrauchen. Gute Leute sind immer gefragt. Nee, ich drücke dir die Daumen. Du musst mir mal in Ruhe erzählen, was jetzt kommt. Und ich frage dich, Ulle oder Ed, Van der Poel oder Van Aert, Rick Zabel oder Max Walscheid? Und jo, Küsse auf deine Augen, liebe Grüße. Ja, vielen Dank für die warmen Worte. Vielleicht kann ich ja jetzt bei dir als Babysitter anfangen. Muss mal mit deiner Frau abklären, aber da sehe ich mich auf jeden Fall in der Kinderbetreuung langfristig. Drei Fragen waren es. Ulle oder Ete? Kann ich mich nicht entscheiden. Ich sag Team Telekom. Und wenn man deinem Podcast Glauben schenken mag, dann vielleicht, oder Vertrauen mag, vielleicht sieht man die beiden ja irgendwie im Nachwuchsradsport. Ich glaube, das wäre geil. Mathieu oder Wout? Ganz klar Mathieu, brauche ich nicht lang zu überlegen. Ja, und bei Max Walscheid oder Rick Zabel? Rick, du bist natürlich total hübsch und lieb und nett, aber Blut ist halt dicker als Wasser, ne? Also Max Walscheid. Dicken Kuss. Danke. Ja, vielen Dank von meiner Stelle nochmal an die ganzen Einsendungen und Fragen von den Gästen. Danke auch von mir. Hat mir sehr geholfen beim Skripten. Und ich hätte persönlich auch noch ein paar Entweder-Oder-Fragen, beziehungsweise ich habe auch noch ein paar Entweder-Oder-Fragen, die ich von Gästen für dich bekommen habe. Und ich würde sagen, wir suchen uns dafür ein schönes Plätzchen, wo wir uns kurz hinsetzen. Und dann rappen wir das Kaffee von dir? Nee, Kaffee ist heute aus. Frech. Ja. Frech, aber ich habe auf jeden Fall Lust. Kommen wir mal ins Unspektakulär und setzen uns ja einfach hier auf die Mauer für die Entweder-Oder-Fragen. Schöner hat's es nicht, hä? Nee, muss reichen fürs Ende. Finde ich aber gut. Es bleibt alles ein bisschen improvisiert bis zum Schluss. Komm. Richard, bist du bereit? Sowas von. Einmal in die Kamera gucken. Vom Rick Sauser kam die Frage, Tannenzäpfle oder Bitburger? Ja, die Tannenzäpfle. Eifel oder Taunus zum Radfahren? Eifel. Bis zum Lebensende kurze, knöchelhohe Socken oder mit Winterschuhen Radfahren? Boah. Kurze, knöchelhohe Socken. Ketchup oder Mayo? Mayo. Links- oder Rechtskurven? Warte, ganz kurz. Linkskurven. Pizza oder Pasta? Pizza. Discovery oder Disney Plus? Disney Plus. 5 Stunden Flachetappe in der Wüste gucken oder sein eigenes Rad putzen? Mittlerweile das eigene Rad putzen. Team Telekom oder Bora Hansgrohe? Team Telekom. Und noch eine schöne Frage von Mieke Kröger. Ja. Rotzrakete oder Rülpsen beim Radfahren? Ich hätte nichts anderes von Mieke erwartet. Rülpsen finde ich schon besser, muss ich sagen. Somit sind wir jetzt am Ende angekommen. Eine Abschiedsrunde mit Richard Weinzheimer. Ich verstehe jetzt auch langsam, warum du dieses Format so gerne gemacht hast. Es ist einfach viel entspannter, als irgendwie mit 20 Millionen Takes und 80 Millionen Einstellungen den Leuten irgendwie zu zeigen, wie man eine hydraulische Scheibe... Ja, siehst du, jetzt hast du ganz am Ende noch verstanden, warum ich das überhaupt mache. Ja. Ich konnte es die ganze Zeit vor dir versteckt halten. Einmal hast du ausgeholfen Indoor, ist aber auch nicht das Gleiche. Bist hier immer in frischen Luft? Nee. Macht schon Spaß. Ganz am Ende natürlich auch noch mal die Frage aller Fragen. Mhm. Was macht denn Richard Weinzheimer jetzt eigentlich danach? Was ist der Plan? Ich gucke mir natürlich weiterhin Videos von dir an, wie man Fahrräder zusammenbaut. Das interessiert mich einfach privat. Und des Weiteren, im April fängt mein Studium an. Ich mache noch meinen Master und versuche das irgendwie so gut es geht durchzukriegen. Und ansonsten gucken wir mal, was sich sonst noch so ergibt. Ich habe noch nichts so hundertprozentig Genaues vor. Ich werde ein bisschen sparsamer leben müssen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, gut. Dann sieht man dich auf Erstis-Partys wahrscheinlich. Genau, richtig. Dann aktiv sein. Perfekt. Und zu guter Letzt die letzten Worte an die Zuschauer. Vielleicht irgendwas, was dir einfällt, noch von dir. Ja, hier nochmal ganz passend. Beim allerletzten Draußen-Take für GCN auf Deutsch werde ich nochmal von der Sonne angestrahlt. Da freue ich mich sehr drüber.
Ja, also so viel habe ich gar nicht zu sagen. Ich will es jetzt auch nicht zu bedeutungsschwanger hier irgendwie machen. Ich würde mich an erster Stelle bedanken wollen bei allen Leuten, die immer wieder eingeschaltet haben, die immer wieder kommentiert haben, die vor allem auch am Anfang nett zu uns waren, als wir wirklich noch komplette Amateure waren und auch nicht so richtig wussten, was wir da eigentlich gerade machen. Es sind wirklich richtig viele Menschen geworden. Ich habe super viele Leute auch kennenlernen dürfen. Wir haben immer wieder Leute auf der Straße getroffen. Ihr seid echt ziemlich cool. Und ja, danke, dass ich das machen durfte. Danke, dass ihr diesen ganzen Schrott hier auch unterstützt habt. Und zu guter Letzt war schon auch echt, also ich meine, wir sind ja hier angestellt, aber wenn man ehrlich ist, so ein krasser Beruf war es jetzt auch nicht. Jetzt bedanke ich mich zum 17. Mal, also war irgendwie eine geile Zeit, würde ich nicht missen wollen. Ja, ihr habt jetzt ja noch ein paar Videos mit mir da draußen, die könnt ihr euch angucken. Wie viel waren es nochmal? 800? 800 Stück. Ja, dann 4,5 Tage habt ihr da ein bisschen Kino. Leute, danke fürs Zuschauen. Tobi, danke dir für die Abschlussrunde. Mhm. Wenn ihr sonst noch was wissen wollt, schreibt mir auf Instagram. Das macht er. Und lasst wie immer einen Daumen nach oben da für das Video und ein Abo auf unserem Kanal GCN auf Deutsch. Da gibt es ganz viele Videos von Richard Weinsheimer und mir. Darf ich noch eine ganz kurze Sache sagen? Ja. Wer auch immer mein Nachfolger sein wird, seid lieb zu dem oder zu der, weil das ist am Anfang echt nicht einfach. Und auch wenn es am Anfang vielleicht nicht ganz so flüssig ist oder sonst irgendwas, das wird irgendwann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.